So, ein Gegner musste auch wieder raus. Oh, verdammt, du wurdest letzter. Das ist natürlich scheiße. Dürfen wir jetzt natürlich nochmal probieren. Die 1. Jawohl. Probieren wir nochmal. Ja, ob das perfekter Start war, ich bezweifle es eigentlich. Jetzt müssen wir alles geben hier. Jawohl, Eck ruhig an. Das hier wird ein heißes Rennen. So, und das sollten wir doch jetzt mal richtig schaffen können hier. Das ist auch lange her, dass wir jetzt wieder so eine Strecke hier wie diese verloren haben, ne? Also wir sind schon die ganze Zeit relativ gut unterwegs und gut mit dabei, würde ich meinen. Aber es ist ein bisschen länger her, dass wir so richtig was verloren haben. Bekommen jede Menge Anrufe von Bürgern, die mehrere Raser melden. Beschreibungen passen auf gesuchte Verdächtige. Sie wurden zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Osten, in der Nähe des Forest Green Golf Clubs. Einheiten im Zielgebiet ohne Priorität bitte melden und zum Einsatzort begeben. Ohne Priorität. Also alle Einheiten, die gerade bei Meckes lungern und nichts zu tun haben, die sollen mal aufs Revier kommen, beziehungsweise sich zum Einsatzort begeben. Typisch. Ich habe oft Polizisten gesehen, die sitzen dann bei Meckes, weil sie nichts zu tun haben. Schon lustig. Ja, aber wenn man nichts zu tun hat, was soll man da auch sonst machen? Die fahren mal Streife, da können sie sich auch mal was bei Meckes gönnen. Oder bei DK. Je nachdem, was dem mehr gefällt. Schon wieder gegähnt hier. Ich hoffe, ich stecke niemanden an bei euch. Meistens ist es ja so, wenn man gähnt. Und sonst, selbst wenn sich der eine das nur vorstellen stellt, wie der andere gähnt, da steckt man einen gleich mit an. Da will der innere Schlafriese raus. Na komm schon, nicht zu viel Speed dauern verlieren in der Kurve. Ich hasse diese spitzen Kurven. Okay, Code 3. Ja, dann macht euch mal rar hier. Zack. Und jetzt sind wir Erster. Sehr schön, dann können wir das Rennen doch gleich weiter nutzen hier. Bam. Der Kerl macht mich fertig. Schickt Unterstützungseinheiten. Ich brauche so schnell wie möglich Hilfe. Dann können wir das Rennen doch gleich weiter nutzen. Und nochmal eine Verfolgungsjagd probieren. So, wir fahren in die hier rein. Ach, das sind die anderen Racer. Ich schieb ihn von der Straße. Na, das probiert mal. Brauche eine 1073. Der Wagen muss gestoppt werden, oder wir kriegen ja ein ernstes Problem. Naja, ich glaube nicht, dass ihr ein ernstes Problem bekommt. Ihr seid doch so viele Polizeiwagen. Und vor allem habt ihr auch eure SUVs hier auf Level 3, ihr Idioten. Ich brauche mehr Einheiten für den Einsatz. Schickt alle sofort her. Zack. Stand by. Na, fahren wir mal hier lang. Er hat gerade ein Zivilfahrzeug gerammt, scheinen okay zu sein. Ja, Fahrerflucht, ne? Das macht Spaß, Fahrerflucht. Natürlich nur in-game, ne? Also, nicht in echt jetzt. Ich möchte niemanden auf eine falsche Fährte locken. Nicht, dass ihr noch ein falsches Weltbild von mir bekommt. Ja, dass ihr mein Kennzeichen habt, das juckt mich nicht. Ich bin gerade gestraft worden. Zack, Crash und Bumfallara. Bumfallara. Da kommen sie schon wieder. Na, der hier ist schon bald kaputt. Den müssten wir jetzt bald zerstören können. Ja, und ich mach dich gleich kaputt. Pass mal auf hier. Zack, jawohl. Einen erledigt. Einheit verloren. Wiederhole, wir haben eine Einheit verloren. Ja, Pech für euch. Zack, den nehmen wir auch noch ordentlich mit. Immer schön beschädigen, die Polizisten. Oh, Stufe 4. Ne, Stufe 2. Was? Stufe 2? Hä? Dritter 18. 1023. Ich nähere mich von hinten. Was ist denn jetzt los? Wir waren noch gerade Stufe 2. Wieso sind wir jetzt wieder auf Stufe 3? Muss das einer verstehen? Ich glaub ihn euch, schnell. Komisch. Das ist sehr komisch. Komm nicht an ihm vorbei. Naja, meine Lieblingsstufe, Stufe 2, das heißt, wir können hier wieder was reißen.
zack und yeah! Der Fahrer ist ohne Probleme durch die Sperre gefahren. Und zwar ohne Probleme. Achtung, nicht stehen bleiben. Das könnte fatale Ausmaße haben. Wir wurden vorhin schon geschnappt. So ist hier eigentlich wieder die Autobahn. Jawohl. Ich will dann wieder auf die Autobahn drauf. Meilenstein erreicht, Sachschaden. Geil, so muss das sein. Zack, zack und boom. Undercover-Streife, Kombo-Kopfgeld. Haben wir wieder eine ausgeschaltet. Ach, komm schon. Jawohl, wieder einen ausgeschaltet. Wo ist denn jetzt hier die Autobahn? Die würde ich jetzt gerne mal finden. Und wieder einen ausgeschaltet. Was? Na, es geht ja schnell hier. Wann kommt die Verstärkung? In 1 Minute 32. Na, da lassen sie sich aber Zeit, die Polizisten jetzt. Lassen sie ihre Kollegen lange im Stich. Tja, so sind sie. So sind sie. So, irgendwie will ich jetzt auf die Autobahn ruf hier. Ich weiß gerade aber nicht, wo die ist. Ich fahr einfach mal in die Richtung. Jawohl, noch einen Zivilen mitgenommen. Da noch einen. Sachschaden schön in die Höhe treiben. Roadway, ich fahr mal hier hoch, rechts lang. Jawohl, kommt mir mit. Kommt mir mit, ihr Lieben. Zack, Mautstelle gibt es nicht mehr. Ihr dürft jetzt umsonst hier durchfahren. Er hat uns Zack. Gerade passiert. Nehmen jetzt die Verfolgung auf. 10.25, 10.25. Mein Wagen gibt seinen Geist. Oh, da ist noch einer. Sehr gut. Bam. Mitgenommen. Ein richtiges Fahrzeug gesichtet. Zack, dich nehmen wir auch noch mit. Und noch mehr Fahrzeuge. Juchei. Zack, boom, klatsch. Der Verkehr macht mir nicht zu schaffen. Ich muss vom Gas gehen. Na, der Verkehr macht mir das nicht so wirklich zu schaffen. Ich bin gerade vorbeigereist. Gehen auf Code 3. Ich will jetzt nur gerne den Weg finden zum Highway. West Campton Charge. Was? West? Ich glaube, hier hoch müssten die, oder? Komm mal mit hier hoch. Oh, jetzt sind wir wieder Stufe 3. So, das jetzt sieht mir schon mehr aus wie Highway. Jawohl, da sind wir wieder richtig. Zack, den SUV können wir auch hinten rammen. Leichter SUV, Kombo-Kopfgeld. So muss das sein. Und hinter uns kleben sie natürlich wieder, die Affen. Und da ist wieder eine schöne Sperre. Immer schön am Heck erwischen. Guck mal, dann dreht man die so richtig schön rum. Fahrzeug fährt durch die Straßensperre. Nur dann hat das Sinn, das Ganze, was man macht. Oh, da kommt noch eine Straßensperre. Ah, na, das war ein bisschen... Ah, es ging gerade noch. War ein bisschen fail, wie wir die erwischt haben, aber... Wir sind Gott sei Dank noch durchgekommen. Also es war eine ziemlich dichte Stelle. Wusch, hier bin ich. Drüben. Juhu. Hier fahren wir mal unten drunter durch. Och, nein, nein, nein. Hört mir auf. 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 Och nein. Mann, scheiße. Ich wollte eine geile Aktion machen. Kackbullen, ey. Unterstützung abbrechen. Ach. Mann. Wir kommen nie zu unseren Meilensteinen hier. Die Meilensteine sind immer so ein Problem, hey, echt mal. Mit Symbol bezahlen. Mann, das geht mir schon auf den Piss wieder. Na, dann halt wieder ein neues Rennen. Und zwar... Machen wir mal das da. So. Heieieiei, das gibt's doch nicht. Mann, ich könnte mich echt ärgern. Wir waren so gut unterwegs wieder und dann muss ich so eine scheiß Aktion machen und unterm LKW durchfahren. Aber es hat natürlich was, da unten drunter durchzufahren. Das ist halt filmreif.
Aber es gelangen wir nicht durch die blöden Baumstämme. Dammit. Na, dann hoffentlich beim nächsten Mal. Hoffentlich beim nächsten Mal. Ja, das schaffen wir schon. Irgendwie schaffen wir das schon, Leute. Das Kopfgeld geht zwar alles flöten. Aber das schaffen wir schon noch. Und dann werden wir ein paar Rekorde aufstellen in Sachen Verfolgungsdauer und vielleicht auch wieder Schaden. Ich weiß es nicht, ob es den zurücksetzt, diesen Sachschaden, den wir gemacht haben. Oder ob der bestehen bleibt. Aber ich glaube, der bleibt nicht bestehen, weil dann hätten wir einen Meilenstein mehr. Aber den haben wir definitiv nicht mehr. So, ganz knapp hier, ganz knapp alles. Ja, weil gerade so bekommen die Kurve. Und da ist eine Abkürzung, ich sehe es doch. Zumindest eine kleine ist es gewesen. Hätten wir auch ein bisschen abkürzen können. Aber na gut, die Kurve, die war jetzt auch nicht so spitz. Die sieht auf der Map spitzer aus, als sie ist. Oh, sieht spitz aus. Er hat gesagt, es sieht spitz aus. So, hier wieder schön driften. Um die Kurve rum. Und hier kommt auch schon die nächste Kurve. Hier kommt die nächste Kurve. Oh, wieder Spitzkurve. Achtung. Schön vom Gas gehen und dann Nos reinhauen. Zur Stabilisation. Na, das wird doch. Das wird doch hier. Ist die ganze Zeit im Vorsprung. Aber jetzt holen sie natürlich langsam auf, die uns. Da müssen wir uns mal ein bisschen ranhalten hier. Ein bisschen uns am Schritt packen und dann geht's los. So, jetzt haben wir noch mal ein bisschen was rein hier. Bisschen Gas. So. Na, das sieht doch ganz gut aus, was wir hier fabrizieren. Ah, wieder eine Kurve hier. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit für NOS Power. Habt ihr übrigens schon mal das Energy-Getränk NOS probiert? Hatte ich euch ja schon mal empfohlen. Jetzt hat es gerade kurz gehangen. Ich weiß nicht, ob das ihr im Video dann auch so sieht. Und ob es wieder irgendwelche Asynchronitäten hervorruft. Ich hoffe mal nicht. So, das dürften wir aber sicher haben. Das Rennen, jawoll. Das haben wir sicher. Oh, Mia schon wieder. Ich habe von Razors miesen Tricks gehört, aber damit will keiner was zu tun haben. Außerdem habe ich gehört, dass deine Fahndungsstufe gesenkt wurde. Was die Cops angeht, hast du also erstmal Luft. Kannst also durchstarten und dir die Blacklist vornehmen. Ja, vielen Dank für die Info. Oh, gleich ein Sprung wieder hier danach. So, Fahndungsstufe wurde gesenkt, sehe ich nicht. Bei mir ist immer noch 3. Idioten. Gut, nächstes Rennen. Was nehmen wir uns jetzt vor? Ach, hier Drag Race könnten wir mal wieder machen. Das machen wir immer relativ selten. Aber jetzt, wo wir wissen, wie das richtig funktioniert, können wir uns dem schon mal annehmen. Fast perfekter Start. Nicht perfekt genug, aber immerhin fast perfekt. Jawohl, das sieht doch ganz gut aus. Boah, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Schon Totalschaden. Kacke. Dürfen wir gleich wieder neu starten? Ja klar, einmal Auto berühren, Totalschaden. Okay, berühren was weniger. Nicht wahr? Unter berühren versteht man was anderes. So. Mann, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt haben sie uns hier alle überholt, diese Kackboons. Wow. Wow, ja genau. Was ist denn das für eine scheiß Strecke hier? Ich hätte doch kein Drag Race nehmen sollen. Aber es ist natürlich immer ein kurzes Vergnügen. So. Ach, das können wir schon wieder versemmeln hier.
Das können wir unter Ulk verbuchen hier, was wir jetzt abliefern. Aber wir gucken uns erst einmal die Strecke an. Weil die haben wir auch noch nicht richtig hier intus. Boah, das gibt's doch nicht. Wieso stehen denn die da? Sind die Bläde oder was? Mensch, wir müssen echt als Erste vom Fleck kommen. So, ein bisschen übersteuern musste ich jetzt, damit ich noch vor dem anderen vorbeiziehen konnte. Boah, was ist denn das? Das gibt's doch nicht. Ich war doch auf der rechten Spur. Verdammte Scheiße, hey. Bei sowas könnte ich echt ausrasten. Wenn man eindeutig wo war auf der rechten Spur und... Ja, den hätten wir auch fast noch. Das hätte mir jetzt auch noch gefehlt, dass wir den Affen mitnehmen. Boah, jawoll! Leckt mich an dem Bobbes, hey. Nur weil dieser Affenarsch da rausgeschossen kommt. Ey, da wäre ich jetzt ausgestiegen und hätte mir in die Fresse gekloppt. Das war aber gerade ein geiler Start, muss ich mal sagen. Ein geiler Start. So muss das sein, so muss das... Was ist denn das hier für eine Affenkacke? Das gibt's doch nicht. Naja, bleib mir von der Pille, du Affenarsch. Oh, leckt mich am Arsch jetzt hier. Leckt mich am fetten Mistarsch. Echt mal, könnt ihr mich mal hier... Kreuzweise. Das war wieder ein verkorkster Start, hey. Leckt mich am Arsch. Ey, wie viele Mal ihr mich halt am Arsch lecken dürft, ne? Das ist ja unfassbar. Mensch, Leute. Ach, die gehen einen doch auf den Piss. Hau mir bloß ab. Bleib mir von der Pelle. Das gibt es echt nicht. Langsam könnt ihr mich mal. Das muss doch zu schaffen sein. Gut geschaltet. Gut geschaltet. Dann fahre ich eben... Ach, Gegenfahrbahn darf ich nicht fahren. Schade. Ich dachte... Naja, dann halt nicht. Boah, jawoll, da kommt wieder dieser Affenarsch raus. Ey, hat er nicht mehr alle Latten am Zaun oder was? Es sind auch wirklich immer die gleichen, die da rausgeschossen kommen. Immer die gleichen Affenärsche. Mensch, bleibt mir jetzt... Och, das gibt es doch nicht hier. Halleluja und Mistgelorch. Echt mal. Das war wieder ein Scheißstart. Echt mal. Ich könnte kotzen. Mir fallen keine Worte mehr ein, um hier nachhaltig zu fluchen. Wirklich, ich bin am Verzweifeln. Eine sehr prekäre Lage hier. Wow. Boah, sind wir jetzt Erster oder was? Sieger, jawohl. Ach, aber ganz knapp, würde ich sagen. Das war ganz knapp. So, Rennsiegel. Was kommt als Nächstes? K.O. vielleicht nicht. Machen wir mal so ein KMH-Rennen wieder. Das haben wir auch länger nicht mehr gemacht. Sondern sammeln wir mal ein bisschen Speed-Punkte hier. Oh, auch schöner Audi vor uns. Ja, das heißt schön mit diesen Auspuffen, Puffrohren irgendwie.